Hallo liebe Radfreunde, meine heutige Tour führt mich von Bietigheim-Bissingen zum Hauptziel Klostermalbronn. Es ging weiter über Pforzheim, dort machte ich eine Einkehr in Peterswurmtal und folgte der Wurm aufwärts bis zur Quelle. Die Anreise machte ich mit der Bahn Dettenhausen, Böblingen, Stuttgart nach Bietigheim. Über die Felder ging es nach Großsachsenheim. Die ehemalige Vogtei Großsachsenheims als sehr großes Gebäude wurde wohl für einen Ortsadligen errichtet. Dem Schmiebach folgte ich durch das Linzinger Tal. Es ist ein linker Zufluss der unteren Enns. Trotz mancher Neuerungen wie dem Ausbau der Wasserleitung und so weiter hat Schmie seinen ursprünglichen Charakter strukturell bewahren können. Die restaurierten Fachwerkbauten, die Dorfkirche des 12. Jahrhunderts und das Rathaus prägen das Ortsbild. Mitten im Naturpark Stromberg-Heuchelberg liegt die Kultur- und Klosterstadt Maulbronn. Mit ihren rund 6600 Einwohnern verfügt die kleine, aber vielfältige Stadt über eine überdurchschnittliche gute Infrastruktur. Außerhalb der Klosteranlage gibt es im Ortskern wunderschöne Fachwerkhäuser, sie sind wunderbar anzusehen. Das 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannte Kloster hat die Stadt Maulbronn rund um den Erdball bekannt gemacht. 260.000 Touristen besuchen jedes Jahr die Klosterstadt. Doch nicht nur für Weitgereiste hat Maulbronn viel zu bieten. Auch wer das Kloster bereits kennt, kann in der von den Mönchen weiträumig angelegten Klosterlandschaft, die mit zum Weltkulturerbe gehört, immer wieder was Neues entdecken und Erholung finden.
konzipierte Wanderwege führen Besucher zu Aussichtspunkten, idyllisch im Wald gelegenen Wasserstellen oder zu Museen, die über die Hintergründe des Klosterlebens und die Stadtgeschichte informieren. Insgesamt ist die Strecke von Maulbronn nach Pforzheim von einer malerischen und entspannten Landschaft geprägt, die typisch für die Region ist. Die Vielfalt der natürlichen Schönheit macht die Strecke zu einem angenehmen Erlebnis, mit dem du die ländliche Idylle und die Nähe zur Natur genießen kannst. Das Naturschutzgebiet Altkistensee umfasst logischerweise den See, aber schön ist vor allem auch daran der Rundweg um den See. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Der Böllstrichsee liegt romantisch. Daneben gibt es noch einen Anglersee mit einem Restaurant und Biergarten. I wish I did a one year. I was doing just fine the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. Bohuslut, die Ortschaft war früher ein reines Bauerndorf. Heute ist im Ortskern kaum noch Landwirtschaft anzutreffen. To be caught up in the middle like this. But I'm gonna dive into you. And maybe I'll try. Wenn man hier durchfährt, hat man das Gefühl von den Häusern, man ist mitten in Stuttgart.
Hier an der Enz entlang ging es dann direkt in das Wurmtal. Schöne Rastplätze laden immer wieder zum Verweilen ein. Hier im Wurmtal war die Strecke wegen Baumfällarbeiten gesperrt. Die Umleitungsstrecke war der Belag mit grobem Schotter, nicht so angenehm zu fahren. In Walderstadt bin ich nur durchgefahren, da ich schon einige Aufnahmen gemacht habe. Hier von Detzing nach Aidlingen entstand ein wunderschöner neuer Radweg. Das ist der Zufahrtsweg von Altdorf zur Quelle der Wurm. Leider liegt diese Quelle unterirdisch und tritt erst im Ortskern von Altdorf hervor. Man hätte bestimmt den Quellursprung der Wurm wie bei anderen Flüssen schön gestaltet offenlegen können. Ich hoffe, dass dir dieser Film gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Mal.